sonst kommst du in die Klapse. Ja? Den Satz haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Sagen viele so vor sich hin, doch Detlef Vetten war plötzlich drin in der geschlossenen Abteilung. Geschlossene Psychiatrie, da sitzen nicht nur Irre. Detlef Vetten ist erfolgreicher Journalist, als er immer öfter zum Alkohol greift und sich plötzlich 50 Tage in der geschlossenen Psychiatrie wiederfindet. Über diese Erfahrung sprechen wir gleich im Studio, denn das waren 50 Tage, die sein Leben verändert haben. Detlef Vetten heute, 55 Jahre, aktiver Sportler, erfolgreicher Journalist. Jahrelang führte er das, was man ein geordnetes Leben nennt. Er hatte eine Familie, gewann mit seiner Arbeit als Journalist Preise. Doch als es nicht so gut lief, griff er zum Alkohol. Ich merkte, dass ich plötzlich anfange, allein zu trinken, dass ich gegen Schmerzen antrinke, dass ich versuche, mich zu betäuben. Detlef Vetten verzweifelt immer mehr. Ein Freund hat Angst, dass Vetten Selbstmord begeht, ruft die Polizei. Die bringt den Betrunkenen in die geschlossene Psychiatrie. 50 Tage muss Vetten dort bleiben. Jetzt hat er ein Buch geschrieben über die Zeit in der geschlossenen Psychiatrie. Und heute Morgen ist er bei uns. Schönen guten Morgen, Detlef. Morgen, grüß Gott. Wie war das, der Tag, an dem Sie plötzlich eingewiesen wurden in so eine geschlossene Abteilung? Welche Erinnerungen haben Sie daran? Ganz frische. Das geht nicht aus dem Kopf weg. Obwohl ich 2,14 Promille, so wurde es dokumentiert, hatte, hat sich das sehr eingeprägt. Es wummerte an der Tür und da standen dann zwei Sanitäter, zwei Polizisten, ein Notarzt und ein Feuerwehrmann. Und die haben mir dann ziemlich schnell klargemacht, dass ich nach Haar müsse. Dorthin wurde ich gefahren. Haar ist eine Verwahranstalt für Leute, die aus dem Ruder gelaufen sind. In der Nähe von München. Pass auf, sonst kommst du nach Haar. Ja? Genau. Das ist immer so unter Jugendlichen so ein geflügeltes ist Wort. Das ist in Hamburg, glaube ich. Und dann ist man da plötzlich in Berlin drin. Heißt es Bonnies Ranch. Ja. Bonnies Ranch. Ja. Und dann ist man da plötzlich auf dem Weg dorthin, weil jemand sagt, der bringt sie um. Der will hüpfen. Ja, ich wohnte im 5. Stock und ein Freund, den ich angerufen hatte, hatte mich missverstanden und hat die Polizei angerufen und hat gesagt, der will hüpfen. Ja, dann können die Polizisten nicht anders, als mich vor der Gesellschaft und vor mir selber zu schützen. Ja, dann kommt man also plötzlich nach Haar, sitzt in der geschlossenen Abteilung. Wie ist das Leben da? Wie laufen da die ersten Tage ab? Die ersten Tage sind so, dass ich mit mir überhaupt nicht mehr klar kam, denn man wird sofort mit Medikamenten vollgepusht, die einen warmen Entzug gewährleisten. Also die haben erstmal versucht, sie vom Alkohol wieder wegzubringen? Ja, die müssen mich ja auf Null bringen. Mhm. Das ist deren erstes Ziel und das haben sie gemacht. Dazu kriegt man dann Tabletten, die heißen Distra, das heißt Methadon bei den Junkies, heißt Distra bei den Alkis. Diese Distra bewirken einen Zustand von Rauschhaftigkeit. Also man erlebt alles wie im Rausch, nur nicht schön. Mhm. Es ist nicht lustig. Ja. Sagt man dann nicht dauernd, ich will raus, ich will mich nicht umbringen, lass mich wieder zurück ins Leben? Ich habe sehr schnell begriffen, dass das nicht funktioniert. Wenn man sich da querstellt oder wenn ich mich quergestellt hätte, hätte ich den Besuch von einem Richter bekommen. Der Richter schaut den Kranken, den Alkoholkranken an und sagt, du hast ja immer noch einen Rausch. Das werden jetzt mal 30 Tage, das wären 50 Tage. Und die sind dann fixiert. Das habe ich am ersten Tag begriffen. Also habe ich mich nicht nachhaltig dagegen gewehrt. Was heißt fixiert, dass Sie noch bleiben, ja, klar, noch zusätzlich bleiben müssen? Oder? Da hilft dann kein Anwalt mehr. Ich habe eine Dame erlebt aus der besten Münchner Gesellschaft, die ich vorher schon gekannt hatte. Und sogar auch auf der Beauty Farm. Die ist dort in die Wellnessanlage gekommen. Ja. Sie kam aber mit 4,4 Promille. Ja. Und ist es nicht fast, dass man... Ja. Ich habe jemanden gesehen, der ist gekommen mit 5,5 Promille, der hat noch einen Witz erzählt. Ja, Wahnsinn. Der Witz hatte sogar eine Pointe. Hat man dann auch Kontakte nach draußen? Kann man Verwandte anrufen, Freunde und sagen, helft mir oder... Das könnte man mit Sicherheit. Es war bei mir zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, weil ich die persönlichen Brücken so abgebrochen hatte, dass da keine Möglichkeit bestand. Ja. Wie sieht dann der Alltag aus? Ich habe, nachdem ich aus der Aufwachstation, die ein Horror ist, entlassen wurde,
habe ich mich für den Küchendienst gemeldet, hatte dann ein starkes Ritual, also morgens Küchendienst, mittags Küchendienst, abends Küchendienst. Dazwischen habe ich ein bisschen Sport auf dem Rad getrieben. Irgendwann hatte ich dann Ausgang, 2,5 Stunden. Die 2,5 Stunden habe ich im Park von Haar verbracht. Also das war Ausgang, man darf nicht richtig Ausgang. Raus? Ja? Nein, man darf nicht richtig raus. Man könnte raus, da gibt es einen Edeka 200 Meter vor Haar, der hat die beste Weinzeile vom ganzen Süden Münchens. Ja. Ja, Alkoholentzug war ja das Entscheidende am Anfang. Ja. Das war kalter Entzug. Das heißt einfach. Das war ein warmer Entzug. Das ist einen kalten Entzug macht man, wenn man alleine ist und wenn man sagt, ich trinke nicht mehr. Okay. Kalter Entzug kann in der Epilepsie münden. Kalter Entzug ist grauslich. Also kollabieren kann man. Da kann man kollabieren. Da kann man auch, wenn es blöd kommt, die Mäuse sehen. Mhm. Der warme Entzug ist gesteuert. Da wird dauernd der Blutdruck gemessen. Man wird wieder auf Null geführt und bei Null gehalten. Ja. Wie ist denn dann die Atmosphäre, wenn man so vom Alkohol loskommt, wenn man da in der geschlossenen Psychiatrie sitzt und mit den Patienten Kontakt hat und natürlich auch mit Ärzten und Pflegern? Ist das irgendwann angenehm? Realisiert man irgendwann, dass einem geholfen werden soll? Oder fühlt man sich immer als der Unmündige, der da drin sitzt und jetzt gefälligst mal den Mund halten soll und das machen soll, was die anderen sagen? Man wird von Tag zu Tag unmündiger. Man kommt, ich bin entlassen worden und stand vor dem Klinikum von Haar und sagte, was wird denn mit meinem Leben? Ich bin ja überhaupt nicht mehr lebensfähig. Ja, warum haben Sie denn nach 50 Tagen dann wieder rausgelassen? Ja, ich musste keine Tabletten mehr nehmen und ich war auf Null. Und die Krankenkasse hat es nicht mehr gezahlt. Und dann sagten die Ärzte mir, nachdem ich die darauf hingewiesen hatte, dass ich keine Therapie bekommen hatte, ich möchte bitte eine Langzeittherapie haben. Also Psychotherapie. Ja, ja. Denn man kommt ja aus einem Grund da rein. Ja. Ja. Und dann sagten die Ärzte, ja, dann gehen Sie in München nach dem Wochenende in die Schwanthaler Straße zur Caritas und gucken mal. Mhm. Und dann ging ich zur Caritas und dann sagten die bei der Caritas, Herr Fetten, Sie haben sich gut gehalten, auch über das Wochenende, Sie sind ja nüchtern geblieben, ist ja toll. Natürlich kriegen Sie eine Langzeittherapie, ungefähr in 5 Monaten. Du Wahnsinn, lieber oder? Himmel, also ja. Und mit so einer Brutalität auch. Damit geht man dann raus aus der Schwanthaler Straße. Ich musste dann den Bahnhof queren. Auch ein guter Platz, ja. Im Bahnhof weiß ich genau, wo welcher Alkohol wann steht und wer mit mir trinken könnte eventuell. Und das war meine Perspektive. Ja. Und da habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Also war das im Prinzip die Therapie? So das, war die Therapie, das war eine lange Therapie. Von diesem Buch gibt es 800 Seiten, die sind per Deliatur in den Orkus geschickt worden. Da habe ich mich nur bejammert. Ja. Da habe ich nur geschrieben, ach, was bin ich für ein armer Mensch. Ja. Und dann habe ich gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Ich spanne noch mal vollkommen neu ein. Und dann habe ich bis auf die ersten 2 Seiten alles weggeschmissen und habe das Buch noch mal geschrieben, ohne zu versuchen, zu jammern. Was war abschließend für Sie die wichtigste Erfahrung dieser 50 Tage in der geschlossenen Psychiatrie? Die wichtigste Erfahrung war, dass mich eine Freundin von vor 38 Jahren gesucht hat. Die Freundin war in Berlin gelandet, die hat mich in den Bergen gefunden und die hat mich nach Berlin abgeschleppt und mit der lebe ich zusammen. Das ist die wichtigste Erfahrung. Dann schicken Sie ganz liebe Grüße und wir bedanken uns ganz herzlich für diese ungewöhnliche Erfahrung, die ein Leben verändert hat und die wir keinem wünschen. Ja? Danke für den Besuch. Und viel Glück.